So, wir haben jetzt das Schwert. Das heißt, wir könnten uns theoretisch einem Ork-Anführer gegenüberstellen. Das Problem ist, wir haben keine Ahnung, wo die Orks sind. Und sie werden irgendwo hier im Orkland wohl langsam aufmarschieren. Nur wo ist halt die Frage. Gucken wir uns erstmal hier zu Ende um. Vielleicht finden wir hier irgendwelche Hinweise. Auch wenn das sehr unwahrscheinlich wäre. Denn hier war ja wohl seit einer ganzen Weile niemand mehr. Jedenfalls niemand Lebendiges. Da geht's nach oben. Okay. Gwen hat großen Hunger. Ja, ihr habt alle großen Hunger. Dann muss Myron mal ganz kurz eine Runde ja, sie hat auch fast nichts mehr. Das ist nicht gut. Wir müssen gleich unbedingt jagen gehen. Bevor die Leute alle verhungern. So, also hier unten ist nichts mehr. Oh. Da zauber ich doch nochmal ganz kurz ein Penetrizzel. Nur so der Vollständigkeit halber. Talana. Hellsicht. Penetrizzel. Da ist aber nichts. Schade. Die uralten Goldstücke wollen wir nicht aufheben. Nee. Wir wollen nicht wie Hügelig und seine Kumpanen enden. Und gehen jetzt hier raus. Oh, stimmt. Es gab ja noch die Runtergänge hier. Ja, hätte ich fast vergessen. Dann gucken wir, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Außer leere Truhen. Und wir haben alle großen Hunger. Ja, ich weiß, aber alles Essen hier ist verrottet. In der Truhe liegen Unmengen von uralten Goldmünzen, Pokalen und Statuen aus Gold. Große Diamantsplitter, unzählige Perlenketten und noch jede Menge anderes wertvolles Zeug. Wahrscheinlich ist das ganze Zeug zusammen mehrere tausend Dukaten wert. Ihr könnt zwar unmöglich alles mitnehmen, aber selbst wenn ihr nur das nehmt, was ihr tragen könnt, seid ihr reiche Leute. Wollt ihr von dem Schatz mitnehmen, so viel es geht? Nein. Das wird nämlich ebenfalls verflucht sein. Hier auch nicht. Ah, wahrscheinlich können wir denn gar nichts von hier mitnehmen. Schade, schade. Noch mehr uralte Goldmünzen und ein paar uralte Ghule. Du bleib mal da stehen. Abwarten. Du kannst einfach da auch stehen bleiben. Du gehst mal dahin und schießt von da aus. So. Und du gehst da an die Seite. Gucken wir, ob Georgon überhaupt dazu kommt, sein neues Schwert auszuprobieren. Das sieht nämlich nicht sehr gut aus. So, du gehst mal da an die Seite ran. Obwohl. Geh dahinter. Du kannst auch wieder schießen. Auf den da. Komm schon, Georgon. Na also. Geh mal da hin und hau da an die Seite. 4 Trefferpunkte tot. Okay, da konnten wir jetzt nicht wirklich gucken, wie viel Schaden das Schwert macht. Da der Ghoul einfach nur noch 4 Trefferpunkte über hatte. So, du gehst dahinter. In dem Talana steht da falsch, du wartest einfach mal ab. Und das machen jetzt die Nahkämpfer. 11 Trefferpunkte, sehr schön. Jetzt noch ein guter Treffer von Tirik oder Gwendolyn und das müsste es gewesen sein. Elfen halten sich mal zurück. Und die Nahkämpfer treffen alle nicht. Ja, doch, Georgon, sehr schön. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch eine Tür mit einem langen Korridor, der wahrscheinlich nach zu den Treppen nach oben führt. Wir haben hier noch mehr Ghule. Beziehungsweise ein Ghoul. Komm schon, ein richtig guter Treffer. Ja, sauber. So muss das sein. Eine verrostete Spitzhacke steht in der Ecke. Wollt ihr sie mitnehmen? Nein, wir haben eine Spitzhacke.
Oh, hier ist wieder alles morsch. Der Gang endet in einem grob gehauenen Fels. Ha. Talana, guck mal nach, ob dem wirklich so ist. Ja, dem ist wirklich so. Na gut. Ja, wir haben alle immer noch großen Hunger. Hier ist auch grob gehauener Fels. Das überprüfen wir auch noch mal kurz. Ja, jupp, da geht's auch nicht weiter. Na gut. Dann haben wir hier noch einen Raum mit uralten Goldstücken. Nein. Nee. Jetzt geht's wohl anscheinend nur wieder nach oben. Oh, Mumien. Okay. Kannst du von hier aus... Ja, kannst du. Du kannst von hier aus aber niemanden treffen, also stellst du dich Jall in den Weg. So. Du... Gehst mal neben die Mumie. Da so hin. Die stehen alle im Weg dann. Nur du stellst dich mal dahin und fängst die andere Mumie ab. So, dann kannst du gleich um die rumlaufen und Tirik bleibt einfach da hinten stehen. Du wartest auch ab. Du wartest immer noch ab. So, Jallen kommt jetzt nicht ran, aber sie kann den Ghoul da hinten anschießen. Zack. Schöner Treffer. Du haust da drauf. Du gehst da einmal rum. Und jetzt kann Talana gleich eine kleine Feuerlanze auf die Mumie schmeißen. Du wartest immer noch ab. Du zauberst Kampf Ignifaxius auf den mit, sagen wir mal, 3. 30 Trefferpunkte. Sehr schön. Die Ghoul war auch schon angeschlagen, aber sie trifft nicht. Na gut. Die Mumie dürfte auch nicht mehr allzu viel aushalten. Du geh mal zu dem. Abwarten. So. Nur der Ghoul. Der kippt auch gleich um. Spätestens jetzt. Jo. So, da wird auch nur ein Übergang sein zu dem Bereich. Oh. Hier rieselt die ganze Decke runter. Kriegen Kratzer ab. Gwendolyn sollte vielleicht ein, zwei Wirbelblätter bekommen. So, wäre sonst ein wenig knapp geworden. Die war schon auf die Hälfte runter. So. Alles mit Geröll bedeckt und wir kriegen Kratzer ab. Gucken wir hier nochmal ganz kurz, ob irgendwas hinter den Wänden ist und sonst werden wir uns von diesem Dungeon verabschieden. Nö, alles massiv. Wird denn hier wahrscheinlich auch so sein. Na gut, ab nach oben. Und da ging es raus. Auch wenn wir uns wieder teleportieren werden müssen. Da wir das Rätsel nicht wirklich schnell lösen konnten. Du geh mal dahin. Und raus. Wollt ihr hinauf? Ja. Den Schutt wollen wir nicht genauer ansehen. Wir wollen hier weg. Durch den ganzen Schutt. Hier ungefähr müsste der Ausgang sein. Ja, da. Raus hier. Ihr habt das Gefühl, als würde eine schwere Last von euren Schultern genommen, als ihr diese Ruinen wieder verlasst. Irgendetwas scheint mit diesem Ort nicht zu stimmen. Langsam setzt ihr euren Weg nach Fexkaia fort. Ja, und wir sind alle hungrig. Gleich etwas essen beim Grauenvogt. Jupp.
Ein erlesenes Menü mit gutem Wein und Bier sättigt euch. Oh, das haben wir lange nicht mehr gehabt. Sonst war es immer nur gute Hausmannskost oder Schlimmeres. Wir hätten gerne eine Suite. Und zwar würden wir gerne 4 Tage bleiben, damit Talana ein wenig ihre Astralenergie regenerieren kann. Dann würden wir noch gerne meditieren. Und dann schlafen. So. Ja, das schaut doch gut aus. Dann gucken wir gleich mal, wie viele Pfeile wir noch haben, wie viele Zaubertränke wir haben. Ob wir noch einkaufen gehen müssen. Also 14 Pfeile ist nicht viel. 15 Pfeile ist auch nicht viel. Wir haben nur noch 15 Gulmon-Blätter. Das könnten wir auch ein wenig aufstocken. Die Elfen haben jeweils einen starken Zaubertrank und Talana hat jede Menge. Also ja, Zaubertränke brauchen wir auch nicht mehr. Das ist schon mal soweit gut. Der Kriegshammer war nicht magisch, den können wir wegwerfen. Ja. Und der Zaubertrank kann auch noch zu Talana. So. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben noch den Hinweis auf ein Einhorn und werden gerade gestört. Über euch zieht plötzlich ein großer Wanderstern dahin. Kurz darauf preschen 3 Novadis auf Rennkamelen durch die Straßen in dem verzweifelten Bemühen, dem Stern zu folgen. Dabei findet einer eine kleine Kiste. Ein Passant hebt sie auf, öffnet sie und wirft sie dann mit den Worten: "Schon wieder so ein stinkendes Zeug" fort. Das stinkende Zeug war Myrrhe. Aber ja, nette Anspielung. So. Ein Kind bleibt vor euch stehen und starrt mit riesigen Augen auf eure Waffen. Boah, hast du aber ein großes Schwert. Ein großes magisches Schwert. Das zwar nicht besonders häufig trifft und auch nicht sehr viel Schaden macht, aber es ist wohl irgendwie magisch. Soll halt gut gegen Orks sein. Aber kurz überlegen, was machen wir jetzt? Wir haben Hinweise auf das Einhorn, das uns eventuell noch weiterhelfen könnte. Das sollte irgendwo bei einem Einsiedlersee sein. Wir müssen allgemein die Orks finden und die werden sich wohl irgendwie organisieren. Aber wir haben noch nirgendwo einen Hinweis davon bekommen und wir haben uns ja doch gut umgehört. Na gut, wir brauchen so oder so erstmal einen Waffenhändler. Dafür schauen wir uns hier weiter um und Markttag, sehr schön. Wir würden gerne zum Waffenstand und wir würden gerne 80 neue Pfeile kaufen. Da wird nicht gefeilscht. So. Pfeile zu Norm. Und 40 dazu zu ihr. So, zurück. Und dann suchen wir mal die Ausgänge, die es hier gibt. Wahrscheinlich gibt es nur einen nach West. So, ein Ostausgang von Fexkaya aus. Ich dachte, da gibt es nichts mehr. Doch, da oben gibt es noch was. Okay, Grünwälden. Da könnten wir uns auch nochmal umhören. Und hier in der Taverne, aber die hat noch nicht auf. Okay, suchen wir weiter Ausgänge. Also im Osten ist Grünwälden. Im Westen sind wir hergekommen. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Südausgang, obwohl da... Oh, hier geht's zum Einsiedlersee. Sehr schön. Ich glaube, das wäre ein gutes nächstes Ziel. Also, hier umhören. Beim Einsiedlersee vorbeischauen, ob wir das Einhorn da finden können. Oder in Grünwälden umhören. Langsam haben wir die Karte auch voll. Hier noch ein Stück. So, da geht's zurück nach Willenheim. Nee, das wollen wir nicht. Aber ich kann ja ganz kurz auf der Karte gucken. Also ich nehme an, dass die Orks irgendwo hier sich vorbereiten werden. Denn eine Armee braucht tierisch viel freien Platz. Also wäre es vielleicht keine so schlechte Idee, zum Einsiedlersee zu gehen. Vielleicht finden wir unterwegs irgendwelche Hinweise. Na gut, raus hier. Auf zum nächsten Tempel. Kurz abspeichern.
Und dann schauen wir weiter. Hector Gremop. In der großen leeren Halle mit dem Obelisken sitzt ein etwa 50-jähriger fetter Mann auf dem Fußboden und summt vor sich hin. Als er euch eintreten hört, dreht er sich um und erhebt sich schwerfällig. Oh, neue und außerhalb der Zeit, wollt ihr etwa von der göttlichen Speise des größten aller Götter? Ist das eine Fangfrage? Wer ist der größte aller Götter? Ist eigentlich Preios, aber so vermummt wie der ist? Ja, bitte. Als ihr das Leuchten dieser Augen seht, vergesst ihr sofort das unsympathische Aussehen dieses Mannes. Seine Augen nehmen euch gefangen und auf eine unbestimmte Art spürt ihr, dass sich euer Leben entscheidend verändert hat. Ja, bitte. Eine angemessene Spende wären 20 Dukaten. Von jedem. Also 120. Okay, das spenden wir mal. Und wir werden vor die Tür geschmissen. Was zur Hölle war das? Ich wollte eigentlich nur abspeichern. Es hat sich jetzt irgendwas entscheidend verändert in unserem Leben. Nur was ist die Frage? Abgesehen davon, dass wir kaum noch Dukaten haben, aber... Ja. Da ist er wieder. Nein, danke. Wir haben jetzt diesmal abgelehnt. Als ihr diesem Mann in die Augen seht, wisst ihr, dass dies kein Heiliger sein kann. Aus diesem kleinen Schweinsalter entspricht nichts als die nackte Gier. Er stiert euch an und fragt, neue, und das um diese Zeit, ist auch zu euch endlich der Ruf des neuen Gottes gedrungen? Ein neuer Gott, das ist keine gute Aussage. Hier nehmt und esst alle davon. Diese glückliche, göttliche Speise wird euch die Erleuchtung bringen, die ihr schon so lange sucht. Vergiss es. Sag uns, was da drin ist. Der Mann sieht sich um und flüstert. Nicht so laut. Kommt heute Abend in meine Villa und ich werde euch alles erklären. Wirklich alles, was ihr wissen wollt. Das war jetzt sehr skurril. Also wir haben einmal davon probiert, haben dann gemerkt, dass irgendwas damit faul ist. Und als wir ihn jetzt damit konfrontiert haben, meinte er, wir sollen in seine Villa kommen. Wo auch immer seine Villa ist. Hector Gremop. Das sind sie, Jungs. Macht sie ein. Brüllt der Hochgeweihte und hetzt 4 Bewaffnete auf euch, als ihr den Tempel betretet. Was zur Hölle ist hier los? Wir werden in einem Tempel angegriffen. Fulminictus, auf den da. Abwarten. Oh, das war ein Fehler. Du hast Talana wütend gemacht. Die wird dich gleich wegbrennen. Du fängst die da hinten ab. Zaubern. Kampf. Ignifaxius. Feuerlanze. Stufe 6. Oh. 24 Trefferpunkte hat er einfach so eingesteckt. Ich hoffe mal, er fliegt gleich. Du stellst dich dahin. Abwarten. Der trifft sich selbst. Soweit, so gut. Du haust dem Streuner in den Rücken. Du dem mitten ins Gesicht. Talana kriegt schon wieder einen ab. Das ist gar nicht gut. Du schießt mal den an. Na also. Du gehst dahin und zauberst. Kampf. Ignifaxius auf den. Stufe 6. Der wäre auch Geschichte. Hoffen wir, dass keine Verstärkung kommt. Du dahin. Den anschießen. Du auch noch den anschießen. Du schmeißt, weil wir gerade so schön am Astralenergie verschwenden sind, einfach nochmal einen Fulminictus. Auf den. So. Du läufst da einmal rum. Haust ihm in die Seite. Du versuchst ihn von hier anzuschießen. Ja, sehr schön. So. Du. Zaubern. Kampf.
Pullman. Nicht, dass er abhaut oder zu schnell irgendwelche Verstärkung kommt. So, wir haben Säbel, Schwert, Dolche, Silberschmuck, Schnapsflasche und Bier. Wollen wir nicht. Und 102 Abenteuerpunkte. Irgendwie ist das alles so konsequenzlos. Wir haben jetzt gerade Tempeldiener niedergeschlagen und keinen Stürz. Okay, trink du erstmal den Zaubertrank. Dann gucken wir da wieder rein. Ja. Er hetzt zwar wieder Jungs auf uns, aber die sind dann ganz schnell wieder Geschichte. Also diesen Tempel sollten wir dann wohl meiden. Na gut. Dann halt hier hin. Ein Piraine-Tempel. Da ist wenigstens kein schweinsäugiger kleiner Mann, der total goldgierig ist. 120 Dukaten hat es uns gekostet. Oh weia. Na gut, speichern wir ab. AP 87. Und wir sehen uns gleich wieder.